So, nach anfänglichen Schwierigkeiten geht es jetzt weiter. Wir sind kurz vor dem Ende der Suche. Weil dieses Drück ist. Diese Kamera. Ja, nee, ich weiß. Siehst du, das meinst du? Das ist gar nicht mal so leicht, wie du denkst. Ja, hier geht's, jetzt muss ich nach links. Ja, genau. Oh, ich hab noch dieses Nachladen mit R1 drauf. Genau, und da geht's jetzt weiter. Geht's weiter und da vorne. Oh mein Gott, ist das alles spannend. Da ist er. Ich hab ihn einmal ins Bein getroffen. Hat gereicht. Er läuft nicht weg, das heißt, wir sind am Ende. Jetzt kannst du ihn töten. Oder er dich. Hä? Auf den Kopf. Oh, ja, ich weiß, der Kopf müsste hier gleich genau. So, endlich, ey. Endlich. Meine Fresse, zwei Magazine hat das Ganze gekostet. Toll, ich durfte die ganze Zeit den Weg suchen und du findest ihn gleich und kannst ihn abknallen. Ja. Egal, wir haben es geschafft. Das zählt. I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century, when you think about it. Are you finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or connotations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Super. Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of it. The city owes you both. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's gonna happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. All be quietly let go. The DA knows how we're about to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you, Phelps. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses for you. The head of vice is asked the chief for you. Ooh. I wanted to see you go to the glory boards of advice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate. Jetzt lernen wir also auch Phelps Frau kennen. Also ich habe mir das Ende definitiv besser vorgestellt. Die ganze Arbeit umsonst. Und er kommt jetzt ungeschoren davon. Ja, Twist, ne? 15 von 15 Fahrzeugschaden. Unter 4000 Dollar unter Versachschaden. Unter 200. Kunst des Mordens. Wir haben uns ein Trophäe verdient. Und wir kommen jetzt ins Sittendezernat, was ziemlich cool ist. Aber das ist natürlich ziemlich enttäuschend, dass wir da jetzt... Ja, nichts machen dürfen. Wieder waren wir jetzt gerade eben in welchem Dezernat? Mord. Mord. Und jetzt Sitten. Und es gab aber noch einen. Oh, wir sind wieder im Dezernat. Hey, kid, you'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn lie. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Mich würde ja mal so eine Jahreseinblende dazu interessieren. Seit wie lange sie jetzt auch schon da sind. Der schwarze Caesar. Black Caesar. Schöne Übersetzung. So, wir sind wohl in Hollywood. Schon wieder kein Vorspann, ne? This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. Und wir haben auch eben keine Leiche gefunden. Was made to transfer you to advice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have two dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on two dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Two men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an advice case. Beat it! Yes, sir. Ja, wir haben einen neuen Anzug, einen neuen Partner. Den neuen Partner kenne ich doch irgendwoher. Genau, den kennt man schon.
Welcher ist denn das? Ray? Das war auf jeden Fall der. You could say that. We used to be partners. Der auch in dem blauen Jazz Club da war, oder? I thought homicide was the premier assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? Na, ich glaube, der war mir nicht so sympathisch. Lieutenant, you think I'm doing okay? Okay. Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy, war hero and crime fighter. What a combination. I can assure you, I'm no war hero, Detective. Und jetzt guckt euch unser Auto an. Hä? Ja, davon habe ich gesprochen. Bock, ey. Leider schon wieder nachts, aber. Oh, bitte, du darfst da keinen Kratzer einfahren. Ich fahre die Maschine nur ein bisschen auf. No, my sled. You can't be seen slumming it in a Nash if you're in Vice Gold. Meanwhile, we got needle freaks sitting by all over Central Avenue. Hier ist der Name. Gut, ob es noch mal kommt. Oh, hier wollte ich eigentlich nicht lang. Oh, okay. Und da kommt eine Bar. Ja, ein richtig schönes Auto jetzt. Oh, was ist das denn? Wieso ist hier schon wieder so eine Straße gesperrt, ey? Polizei. Unfall war. Geht durch. Wir sind jetzt bei der Sitte, das heißt, in anderen Worten, wir kümmern uns um Drogen. Und zwar Morphium aus Armeevorrat. What are you doing? Die Lampe war schon kaputt. Das wird Roy aber gar nicht gefallen, fürchte ich. Ah, Roy war mir, wie gesagt, nicht so sympathisch. Deswegen kann ich es verkraften, dass ich. Ah, siehst du, guck mal, schon wieder halb. So schnell geht das. Technik, ne? You really picked a prize shithole for our first date. Ein hübsches Drecksloch. Ja, Junkie, da geht's jetzt rein. Round the corner, last door on the left. Ja, bei der Sitte wurde mal gesagt, sehen alle aus, als wären sie Hollywood-Schauspieler. So, war der Apartment 5, war das? Ah, das ja das gut, Treppe hoch oder? Ja, ich denke, wir müssen erstmal nach oben gehen. Boah. Guter Mann, ich würde gerne einmal durch. Dankeschön. Ah. Ja, sagen wir. 2 Minuten bei der Sitte und schon an 10 Sachen hängen geblieben. Sagen wir, es liegt am Spiel. Es liegt am Spiel. So. Dankeschön. Und das ist immer das Letzte. Carruthers, Phelps, I've been reassigned to Advice. What have we got? 2 stiffs, overdosed, been dead a couple of days. Government issued morphine. We use the same syrettes in Okinawa. Fucking Negro junkies can't take supply this pure. You know these guys? I know of them. The younger one's a 2-bit horn player by the name of Cornell Tyree. The other one works in distribution. Started using a little too much of his own product, and Jack D took exception. He wasn't born that ugly. His name's Lamont. Tyrone Lamont. So who's supplying the drugs? That's easy. Whoever knocked off the wharves in San Pedro. Jack Dragna, Mickey Cohen. Dope's been all upside down ever since Jimmy Utley started the long walk at Quentin. You talk about it like it's a system. It was a system. But those days are long gone. We are supposed to uphold the law. Yeah, and we do. But we can't change people. The truth is, everyone wants the license to get a little dirty now and then. Our job is to keep it manageable. That's how you see it. Ich hatte ja schon. See it any other way, and you better forget about being a vice cop. Can we get on with this? Today, preferably? Kleine Schnecke erhalten. Auch hier treffen wir wieder auf einen ganz, ganz anderen Charakter. Took his jolt and drifted off. And I suppose his friend wasn't in any condition to notice that he had stopped breathing. Mich würde ja mal interessieren, wie Morphium ist. Ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Lecker Popcorn-Matsch. Ich weiß nicht, ob das Popcorn oder Kaffee ist. Ich würde sagen Popcorn. Ich habe zuerst auf Popcorn. Joint across the street. Dann wissen wir jetzt auch schon, woher besagt das Popcorn. Vielleicht verkaufen die da auch Kotze. Ah, das sieht doch so aus, als
da schon wieder was rausguckt. Ja, Lamont, damit hat er recht. Das wussten wir schon. Und wo steht er? Lamont, not even 23 years old. Tatsächlich, guck mal, da steht die Rasse. Tatsächlich, Race Negro. Krass. Ich habe leider nicht drauf geachtet, was bei den anderen da steht. Krass. Ha, ein Lotterieschein. Ich würde ja gerne einmal was einstecken, vielleicht hat er ja gewonnen. Aber auf jeden Fall wird der Verkäufer ihn wahrscheinlich kennen. Wobei, wenn du halt irgendwie 1000 Dinger da am Tag verkaufst. So, und der zweite? Knock you out for combat trauma. Two, stop your heart. Also darf man nur einen nehmen. Was er wahrscheinlich nicht getan hat. Und beim anderen lagen ja schon zwei. So. Also, ja gut, auch er ist tot. Auch ein Lotterieschein. Cornell used test Tyree. Ich glaube, er ist Tyree. Schwarzmännlich. 21 Jahre alt. Aber älter auch. Und daneben sein, wenn er an Drogen gestorben ist. JJ hört immer zu. 275 FM. Who is JJ? Why do these two care about his taste in music? Find anything interesting? Das sieht mir sehr nach einem Code aus. Ja, es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich um meinen Radiosender geht. So. Kein wirklich aussagekräftigen Gesichtsausdruck da. Wir wissen ja eigentlich schon, dass er an einer Überdosis gestorben ist. Ja, aber Hinweise, woher er den Stoff hat, das wäre ja mal interessant, ne? Auch hier nichts, hat also nur den linken Arm benutzt. Typisch für Drogensüchtige. Gerade woher kam nochmal dieses ihr Süchtigen? Ist das irgendein Film? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ey. Keine Ahnung, von dir ist wieder Schnacks. Nee, ich sag's dir gleich mir einfällt. Es ist irgendwie so ein Typ mit in so einem Pol rein mit so einem Schal, der die ganze Zeit so. Oh, ihr Süchtigen! Ja, auch der hier ist aus dem Black Caesars. Was ist denn das? Drück mal X. Was könnte da drunter sein? Aha, surprise, ja, geil. Jetzt könnten wir uns vorstellen. Clever. Wissen, woher die Drogen kommen könnten. Das ist ja richtig clever. Ach ja. Er war ja Musiker. So, viel interessanter ist, wie kann ich diesen Beweis jetzt entziffern? Viel interessanter ist. Gar nicht. Wieso haben die Regierungsmorphium aus der Armee? Naja, im Endeffekt wird irgendjemand bei dem Vietnamkrieg. Der ist ja jetzt schon vorbei, ne? Das ist der Zweite Weltkrieg. Wieso komme ich dauernd auf Vietnamkrieg? Ich kann es dir nicht sagen. Okay, sie sind in Japan gewesen, aber wahrscheinlich 1900, wie viel haben wir? 46? Dann ist er ja schon vorbei. Ja, der Krieg ist vorbei. Wahrscheinlich haben sie sich dann halt die Reste geschnappt und hier ein bisschen vertickt. Ja, nur wer? Das ist die Frage. Bestimmt noch ein korrupter Politiker. Vielleicht sogar der Präsident. Wer war zu der Zeit Präsident? Kirschen, Glocke, Wind. Noch ein Lotterieschein, ey. Ja, ich denke, diese Codes sollten wir uns gut merken, da die sicherlich später drankommen. All in my head. Musik von Andrew Hale und Simon Hale. Sagt uns das irgendwas? Mhm. Und vorgelesen. I wonder what's the correlation between love of the needle and love of the music. Liebe zur Nadel und Liebe zur Musik. Interessante Sache, ja gut, anscheinend gibt es auch hier nichts mehr. Nee. Weiß gar nicht, ob hier auch was drunter ist. Ja, was hat er schon gesagt? Ja, das wussten wir ja schon. Ja, aber es ist ja interessant, dass es unter allen ist. Ja, sehr authentisch. Also eine Menge bestellt. Weil es könnte auch so von der Größe sah es halt aus, als ob, irgendwas, komm. Da so eine Nadel reinpasst. Ja genau, eine Nadel ist da drunter. Streetlife have no idea how dangerous this stuff is.
wahrscheinlich nur hier, ne? Ja, das wissen wir ja schon. Was ist das jetzt hier von ihm? Nein, Quatsch. Oh, toll. Eine Überraschung, stimmt, das kommt genau hin mit der Nadel. Das war der letzte Speicher, bei dem nächsten speichern wir die ganze Nummer. Besser ist das. Oder ist die Anzahl der Becher wichtig? Eine benutzte Spritze. No cooking or preparation. Must have been the easiest fix these two ever had. Kann man wohl sagen. Genau. So, dann kommt als nächstes die Küche dran. Oh, und da ist ein Messer. Was wird das Toast uns verraten? Nebenbei, der ist auch neu, oder? Ja, das ist alles neu. Krawatte, Anzug, gut, er sieht. Gut, sieht so aus, Farb. Richtig schnieke. Nicht schlecht, ey. Gut. Weiter mit der Beurteilung seines neuen Outfits geht's in der nächsten Folge. Und dann wissen wir auch, was das Toast damit zu tun hat. Der Toast. Entschuldigung. Bis gleich.